war das? Was war das für ein Geräusch? Ich muss mir das mal angucken gehen. Scheiße! Wieso ist das Licht ausgegangen? Was ist hier los? Jimmy, der Penner, war bei mir in der Wohnung und hat mir voll einen über den Schädel gebraten. Ey, willkommen zurück. Auf jeden Fall, sage ich jetzt an der Stelle. Und ich hoffe, dass wir jetzt in dem Spiel Jimmy stoppen können. Und ja, hoffe, dass wir dann alle Rätsel hier lösen können und weiterkommen. Wie weit ist eigentlich unser Spielstand? Bei satte 0%? Wir haben echt doch gar nichts gelöst. Außer, dass eventuell dieses Tuch von ihr ist, von dem kleinen Kind. Komisch, oder? Okay, hier wurden wir getroffen und erschlagen und ich würde sagen, guck mal jetzt im Spiegel rein, der hier, den man nicht bei mir sehen kann, der hinter meiner Kamera ist. Tut mir leid an der Stelle. Okay, das Geistergerät ist irgendwo in der ersten Etage, dann gehen wir mal hier raus. Wir sind noch in der ersten Etage. Und die Frage, in welchem Raum hat er das versteckt? Kannst du dich drehen? Hier in dem vielleicht? Na, dreh ich mal nach rechts. Da ist es! Tada! Super. Wir können jetzt nochmal weitermachen. Sehr schön. Kompass zeigt uns ja auch irgendwie an, wo die Geister, wo Räume sind mit Geister gefüllt, ne? Also wenn wir eher nach da gehen. Nee, schlägt gar nicht aus. Wir müssen da vor Jimmy aufpassen, nicht dass der uns erwischt, ne? Oh oh. Andere? Da lang? Hier, genau. Hier? Hier oder was? Ne, hier rein. Uiui. Ne, hier ist nur dunkel, hier können wir gar nichts. Alles klar. Alter, habe ich mich erschrocken. Dieser Penner, Alter! Oh, meine Fresse! Was ist hier? 101? Wo ist die 102? Boah. 103? Ein da. Wir sprechen mal jetzt nochmal mit jemandem. Is someone there? Nein. Und hier? Oh, Geldbeutel von dem kleinen Mädchen gefunden.
Ich höre ihn zumindest gerade nicht. Dann können wir eigentlich auch rausgehen. Oh. Das kann doch nicht wahr sein! Der ist doch immer da! Gucken, ob wir jetzt das Kind erreichen. Is someone there? Ja. Is it Amy? Dann drehen wir über. Who did Charles Purse belong to? I saw a girl in the basement crying. Who was she? Das war sie. It was me. A boy called Jimmy locked me in the basement. Then he started stealing things from me. Mhm. Verbinde zwei Antworten, die deiner Meinung nach zur Geschichte des Geistes passen. When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Okay, Jimmy hat. Hey! Oh nein, falsche Taste. Ich wollte gleich nach ihnen rufen. Is it Amy? Sie ist da. Yeah, I'm Amy. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Also in 101 zurückgekehrt, ne? Ja, genau. Du hast eine kindische, gewaltige... Oh! Oh, ein Schlüssel. Lagerraum, sehr schön. Hier unten ist nichts. Oh, eine Kochmütze. Du hast eine Flasche Terpentin und ein Feuerzeug gefunden, okay. Ein Schlüssel, sehr. Nochmal ein Lagerraumschlüssel, okay. Hier ist nichts. Is it Amy? Sie ist aber noch da. Der Junge hat gezeichnet, gewaltig gezeichnet, weil Jimmy es witzig fand. Nee. What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Wir speichern mal. Aktuell Spiel gespeichert. Ab in die erste Etage. Falls sie nicht vorher schon von Jimmy erschlagen werden. Was ist das hier für ein Zimmer?
Da. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Hier, nix. Habe ich mich erschrocken schon wieder. Haben wir was Neues dazu? Sie hat nur noch was Babybär angezündet, okay. Scheiße, hab ich mich erschrocken. Kann man sie erreichen? Is it Amy? Ja. I saw you holding a toy on fire. What happened? My hands got burned. It was really hurting. I couldn't tell anyone. Whoa. Spannender und spannender hier. Okay, wir sollen in die zweite gehen. Das ist weg, ne? Scheiße, nicht, dass er uns einen Schrank zerrt. Bitte nicht. Das war sehr, sehr knapp. Aber er faked zum Glück nicht, er geht wirklich raus. Aber es ist nur erst in der Nähe. War es im Flur oder war das hier? Nummer 106 Schlüssel gefunden, okay. Oh, du hast eine Nadel, eine Diazepan. Ach du Scheiße. Diazepan ist voll das heftige Mittel. Der Zepan ist ja. Da machst du Leute richtig matschig mit. Oh, oh. Wo ist er? Komm, schleich dich hier lang, dann weiß ich Bescheid. Ah, Mann! Da, Penner. Also Jimmy ist in der Nähe, oder? Und sie ist auch ziemlich nah dran und weint immer noch. Und der nächste Geist schon wieder. Is it Amy?
Oh ja, wir haben was Neues entdeckt. Sehr schön. Okay. Where did the bottle of diazepam come from? I don't know. Okay. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? I was trying to find a doctor, but Jimmy threatened me and made me stay. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Schade. Okay. Nein, Stimme ist schwach. Okay. Fuck! Ja, ist wieder gekriegt. Ist der doof oder doof oder doof oder doof? Wie konnte er uns denn übersehen? Krasser Scheiß, echt jetzt mal. Entweder er hat uns einfach nur am Leben gelassen, ich weiß es auch nicht. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, erkunden wir die zweite Etage, weil hier haben wir erstmal alles erledigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis dann, dein Damir, aka Bärenkroate. Ciao, ciao.